Also, die Funktion haben wir in einem anderen Video schon gezeigt, zeigt ja, ob es oder bestimmt, ob es einen Weg zwischen zwei Knoten in einem Graph gibt. Das hier ist unser Beispielgraph und dieses Mal sehen wir uns wieder an in JavaScript etwas anderes, also eine andere Metrik von einem Graph, nicht ob es einen Weg gibt, sondern wie weit der Weg ist, also wie viele Hops in diesem Fall notwendig sind. Ein Hop ist immer von einem Punkt zum nächsten zu springen. Und wir wollen sozusagen nicht nur zurückgeben, gibt es einen Weg, sondern wie weit ist der weg? Der Graph selbst ist noch ungewichtet, das heißt, das Einzige, was abgebildet ist, ist in der Adjazenzliste sozusagen, ob es eine Verbindung gibt. Die Verbindung selbst hat aber kein Gewicht, also sie beschreibt nur, sie ist da, aber nicht so etwas wie eine Entfernung oder eine Geschwindigkeit oder ähnliches. So, also diesmal eine Funktion für den Hop-Count. Gut, dann beginnen wir. Function Hop-Count. Wir übergeben natürlich den Graphen, den Startknoten, wieder das Ziel, sowie einen Current Hop-Count. Wie weit haben wir bisher schon springen müssen, sowie wieder das Visited Array, um sicherzustellen, dass wir nicht in Schleifen laufen. Gut, wenn der Start und das Ziel gleich sind, dann ist es einfach, dann haben wir keinen Hop, also dann ist die Entfernung 0. In jedem anderen Fall müssen wir mal die Anzahl der Hops erhöhen. Denn mindestens einen Hop gibt es ja. So, dann brauchen wir wieder die Umrechnung auf den Index, wie wir es auch vorher schon hatten. Start minus 1. Dann sagen wir, okay, wir merken uns, dass wir dieses Element bereits besucht haben. Und jetzt können wir wie unten sagen, Graph an der Stelle Startindex, Index of, also gibt es eine Verbindung zum Ziel, eine direkte Verbindung. Wenn es die gibt, also Graph an der Stelle Startindex ist sozusagen hier, okay, gibt es hier herinnen irgendwo das Ziel. Also ist unser Ziel 3 oder 5, dann gibt es ja hier eine entsprechende Verbindung. Dann hat es aber auch einen Hop gegeben. Das heißt, wir können sagen, den einen Hop haben wir ja schon gezählt hier. Das können wir jetzt zurückgeben. So, wenn es keine direkte Verbindung gibt, dann sagen wir, okay, wir gehen alle Kinder sozusagen durch, alle Verbindungen. Ja, ich frage alle Nachbarn, wie weit ist es denn bei dir? So, und dazu frage ich aber nur die Nachbarn, die noch nicht besucht worden sind. Ja, also Graph an der Stelle Startindex und i. Also nur diejenigen, die wir noch nicht besucht haben. Ansonsten wollen wir diese nicht besuchen. Weil haben wir ja schon. So, dann holen wir uns das H-Count, also den Hop-Count vom Nachbarn, indem wir wieder die Funktion aufrufen. Ähnlich wie ob ein Weg existiert, haben wir auch unten hier has_connection wieder aufgerufen mit Startindex und i. Genauso machen wir es hier, Graph, ja, Graph an der Stelle Startindex und i. Zum entsprechenden Ziel und den aktuellen Hop-Count geben wir mit, der wird dann eh gleich wieder 1 erhöht und natürlich auch das Visited Array. Und jetzt sagen wir, wenn der H-Count größer minus 1 ist, dann geben wir diesen zurück. Dann geben wir den Hop-Count des Nachbarn zurück. Wenn wir keine Verbindung finden, machen wir Return minus 1. So, das müsste eigentlich auch schon gewesen sein, wir testen es dann gleich aus. Also der Unterschied zu dem, ob wir überhaupt eine Verbindung haben, ist, dass wir hier zusätzlich zu Beginn gleich mal abgebrochen haben und nicht mehr True oder False liefern, sondern eben den Hop Count. Dazu müssen wir den Hop Count zusätzlich mitgeben und der Code schaut sehr, sehr ähnlich aus. Also wir müssen den Hop Count einfach nur erhöhen und wieder mitgeben. Dort, wo wir True liefern, liefern wir in diesem Fall den Hop Count und ja, das war's auch schon, wo wir False liefern. Liefern wir minus 1. Also der Code ist sehr ähnlich, wenn ich nur wissen will, ob es einen Weg gibt oder wie weit ist der Weg. Ich muss mir nur die Info
der Strecke sozusagen irgendwie merken. Es ist der Weg jetzt auch zu einem gewichteten Graph nicht mehr besonders spannend, weil wo ist der Unterschied? Na, der Unterschied ist hier, dass ich sage, ich mache nicht einfach nur plus plus, sondern das, was ich dazu zähle, ist das Gewicht. Also nicht einfach 1, sondern eben die entsprechenden Kilometeranzahl oder wie auch immer. Und was jetzt der Weg auch nicht mehr so weit ist, ist zum kürzesten Weg. Das liefert einen Weg. Der kürzeste Weg ist jetzt nicht mehr so super spannend weit entfernt. Zumindest wenn wir so eine Brute Force Variante machen. Ja, vom A-Stern sind wir noch etwas weit weg. Aber egal, jetzt testen wir das kurz mal aus. Console Log. Okay, der Hop Count von 5 nach 1, da gibt es ja keine Verbindung. Also es wäre Hop Count. Funktion aufgerufen mit dem Graph mit von 5 nach 1. Zu Beginn haben wir den Hop Count 0 und das Visitest Array kann sich dann die Funktion selbst vergrößern. Wir geben ein leeres mit. So, dann wollen wir wissen, den Hop Count von 5 nach 2. Von 5 nach 2, dieser da wäre Hop Count, ups, ein Hochkomma zu viel, Hop Count. Mit dem Graph von 5 nach 2 starten bei 0 und ein leeres Array. Console.log. Der Hopcount von 1 nach 6 wäre demnach Hopcount Graph von 1 nach 6. Wir starten bei 0 und geben ein leeres Array mit. So. Und dann starten wir das Ganze mal an. Ein Terminal Node, hallo, kein Terminal, Terminal terminated, super. So, Node, Graph, HopCount.js. Gut, hier gibt es wo einen Fehler. Hopcount ist undefined. Hopcount. Habe ich mich vertippt? So, Hopcount von nach. Wo hat er das? Console Log. Hopcount von 1 nach 6. Ah, kleines C. Großes C. Besser. So, also. Hopcount von 5 nach 1, minus 1, minus 1, weil es gibt keine Verbindung. Von 5 nach 2 sollte 1 sein, von 1 nach 6 sollten wir mit 3 Sprüngen auskommen. Ja, nämlich über die 3, über die 4 und dann zur 6. Okay, also existiert überhaupt ein Weg und der Algorithmus für einen Weg, der gleichzeitig die Anzahl der Hops zählt. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Viel Spaß beim Nachbauen. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da.